Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Russian Fishing 4 mit dem Underwater Fang. Wir sind hier an dem Spot G5, 203, 175, 35 Meter Clip, 86 cm tief mit Matchmontage. Ich habe jetzt hier die Blade Monster Match drauf, weil die einfach nochmal die höchsten Matchmontagen-Boni hat. Ich habe das jetzt auch nochmal geskillt. Ich habe jetzt hier drauf die Megara 8000, 13,8. 350 Meter Fluorocarbon Schnüre Simmons Pure Fluorocarbon 30 LB XL S8er Ultra Series Haken Maikäfer und Mistkäfer. Und wir schmeißen jetzt Richtung Südwesten aus und lassen erstmal ganz normal treiben. Eine Geschwindigkeit hier am besten auf Max machen. Ne, oh, da geht schon los. Siehst du? Da kommt schon der erste Biss. Also ich habe jetzt hier ungefähr pro Stunde ohne Kaffeeaufträge um die 600 Silber gemacht. Ne, kommt natürlich auch drauf an, welche Fische da bei euch beißen. Haben wir erstmal einen kleinen Lennock. Und wie gesagt, die Frequenz ist die erste halbe Stunde wahnsinnig hoch. Ne, wenn ihr jetzt euer Happy Hour machen wollt, vielleicht am besten irgendwie morgens so gegen 3 Uhr oder so anfangen. Und dann so nach einer halben Stunde könnt ihr auch eine zweite Route mit dazu nehmen. Weil dann lässt die Frequenz so ein bisschen nach. Das merkt man halt auch schon stark. So, schön Masulachs nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Brachmystax habe ich auch viele hier gefangen. Lennox, Dolly Wadenforellen, ab und zu mal eine Kamtschatka. Selten mal ein Uigui oder sowas. Ne? Regenbogenstimmen sind ab und zu dabei. Aber wie gesagt, bringt sehr gutes Silber. Aber kann schon gut sein, dass nach einer Stunde, weil Yama, die Spots sind da schon sehr schnell erschöpft, dass man nach einer Stunde, ja, oder, ne, dass man dann so nachher erstmal pausieren sollte, den Spot. Aber es hat bei mir ganz gut funktioniert. Jetzt mache ich Bügel wieder auf, damit er sich da ein bisschen Schnur nimmt. Hat ganz gut funktioniert. Da ich jetzt mal in der Stunde, also dass man auch mal eine Pause macht und dann nach einer Stunde wieder an den Spot geht. Habe dann Relock gemacht und eine Stunde gewartet. Und dann bin ich wieder an dem Spot, so wie jetzt auch. Ich war heute schon zweimal hier. Hab schon zweimal hier schön geangelt. Und also ich finde es ein super Spot. Vielen, vielen Dank nochmal an die russische Community, die den Spot hier rausgefunden hat. Ihr könnt hier auch Grashüpfer und Mistkäfer nehmen. Also es gehen hier wahrscheinlich schon mehrere Ködervarianten. Kollege hat zum Beispiel hier den Doppelköder noch nicht frei, da hatte der nur Grashüpfer zum Beispiel drauf oder nur Maikäfer oder so. Also das geht auch. Guck mal, jetzt hat er zum Beispiel nicht gehakt. Lassen wir einfach weiter treiben. Müsste der Biss gleich nochmal kommen. Wie gesagt, die erste halbe Stunde komme ich gar nicht dazu, hier mehrere Routen zu benutzen. Einige angeln hier auch mit 3 Routen, aber da verpasst man so viele Bisse, finde ich. Was ich euch als Tipp geben kann, ist, wenn ihr hier 2 oder 3 Routen benutzt und jetzt geht's, ihr seht gerade, da ist gerade ein Biss, dann legt sofort die eine Route ab, ne, oder was auch immer ihr da macht, macht dann, kurbelt dann ein, ne, sodass ihr den Fisch hakt, dass er erstmal gehakt ist. Ne? Und dann, wenn in der nächsten Route wieder ein Biss ist, nehmt ihr die in der Hand, hakt den auch. So dass eventuell, wenn ihr jetzt mit 3 Routen angeln solltet, erstmal alle 3 Fische gehakt sind und dann holt ihr alle 3 Fische nacheinander raus. Ne? Weil wenn die erstmal gehakt sind, dann gehen die so schnell auch erstmal nicht mehr vom Haken runter. Und dann kann man halt vernünftig die meisten Fische dann erfolgreich mitnehmen. Ne? Ja, weil sobald ihr seht, dass die Route umkippt oder runter geht, ne, sofort an die Route ran und kurbeln. Ihr könnt vielleicht auch mal versuchen, hier die Route hochzuheben oder Rechtsklick oder so zu drücken. Hier so zum Beispiel. Ne. Kann man auch nochmal probieren, um den Fisch schneller zu haken. Einfach die Route nochmal hochreißen zum Beispiel. Ja, jetzt kommt mal ein besserer Lennock, 1,6. Ich hatte heute sogar schon meinen größten Lennock gefangen, hier 4,9 Kilo. Ich glaube, so groß hatte ich vorher noch nicht. Aber es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich angle jetzt hier erstmal weiter und dann kann ich euch ja nachher nochmal den Kescher zeigen. Wir angeln jetzt erstmal schön auf Frequenz weiter hier
Und ja, wie gesagt, nachts so ab 22 Uhr wird es deutlich ruhiger, sobald es hier dunkel wird. Mittagszeit manchmal auch, na gut, wir haben es jetzt gerade Mittagszeit, aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt gerade frisch hier an dem Spot bin, läuft das jetzt halt noch ganz gut. Aber ich hatte halt so nach dem ersten Tag in der Mittagszeit war dann schon deutlich ruhiger. Also es war dann schon. Oh, der ist auch gehakt. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Vorfach drauf. Braucht man jetzt nicht wirklich. Ich werde auf jeden Fall hier unten auch in der Zeitleiste bei YouTube hier auch nochmal so die größten Fische mit reinmachen. Eine Montage ist ja am Anfang denn vermerkt. Denn am Ende haue ich nochmal den Kescher rein, dass ihr nochmal seht, was ich jetzt da verdient habe. Wie gesagt, es werden wahrscheinlich um die 600 Silber sein. Es sei denn, wir fangen irgendwie außergewöhnliche Größen an Fisch oder so. Dass es dann vielleicht mal mehr als 600 ist. Aber ich denke auch für die Happy Hour ein Mega-Spot. Gerade der Lennox bringt viel XP, der Brachmystax, der Masulax Sesshaft bringt viel XP. Einige haben sogar auch normale Masulachse hier gefangen, also diese seltenen Masulachse. Oh, der ist gut, Leute. Der ist schon ein bisschen besser. Mal gucken. Oh, oha, was haben wir denn da jetzt? Gucken wir mal, zoomen wir mal ran. Vielleicht einen schönen Brachmystax? Ne, was ist das? Das ist eine Kamtschatka, ne? Ohne schöne Kamtschatka. Die geben auch gut Silber. Die sind auch mal fein hier. 63.000. Ja, ist schon ordentlich. Wie gesagt, man kann hier auch ein bisschen Alkohol noch zwischendurch trinken hier, wenn man Bock hat. Oder ist schon wieder? Oh ja. Geht schon wieder weiter. Ja, wie gesagt, Happy Hour lohnt sich mega. Und 600 Silber finde ich jetzt für die Yama nicht schlecht. Also ist eine gute Ausbeute. Man hat halt auch gute Chancen auf einen Trophy Lennox. Einige haben auch richtig große Dolly Wadens gefangen. Gut, Kamtschatka kann man hier auffangen, ist aber eher seltener. Der Masulax Sesshaft wurde hier schon als Trophy von einem Turnier gefangen. Wie gesagt, Lennox Trophy wurde im Turnier gefangen. Regenbogenstint hat man hier auch sehr gute Chancen. Auf Trophy habe ich auch, glaube ich, mit meine größte Regenbogenstint gefangen. Ja, wie gesagt, ne, Brachmystax, ne, hat man auch gute Chancen, denke ich. Der Brachmystax hat hier bei mir auch schon so in fast 3 Kilo Größe gebissen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die werden. Die werden, glaube ich, schon deutlich größer, aber auch schon sehr schöne Fische. Die leuchten auch immer so schön. Mich erinnert das immer so an den Goldkarpfen, wenn hier so ein Brachmystax in Chatgröße kommt, weil er so geil leuchtet, so orange, so richtig geil. Ja, nochmal einen kleinen Masulax. Und wie gesagt, da mir hier so viele Fische noch als Trophy fehlen, an der Yama jetzt auch gerade mit den neuen Fischen noch dazu. Ja, und was ich auch gesehen habe, Leute, wenn ihr irgendwie einen mongolischen Rotfeder-Spot habt, ne? Also da bin ich auch sehr interessiert dran. Also falls ihr da vielleicht auch mit Matchroute oder so, da irgendwie. Oder auch mit Spinning eigentlich Wumpe. Wenn ihr da vielleicht irgendwas habt, wo man die ein bisschen häufiger in der Stunde fängt, da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Also entweder mal vielleicht im Discord posten. Bei mir ist auch in der Beschreibung drin der Discord-Link unter dem YouTube-Video. Einfach unter dem YouTube-Video auf mehr ansehen. Oder ihr schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr da einen Tipp habt. Für die mongolische Rotfeder. Ich habe gesehen, die gibt mördermäßig XP. Also auch wirklich ein hübscher Fisch. Also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn eigentlich ganz hübsch. Und halt von der XP, ne? Also den mal als Trophy fangen, das wäre schon geil. Ich hatte halt einen super Trophy mongolische Rotfeder gesehen. Hat einer auf Spinning gefangen, aber leider war in dem Kescher nur eine mongolische Rotfeder drin und das war halt die super Trophy. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das ein Spot ist, wo man die vielleicht häufiger fängt. Wir hatten heute im Stream, hatten wir auf Uigui unten links geangelt an der Spitze mit 3 Matchrouten, aber halt wirklich sehr viele Uiguis und sehr viele Regenbogenstints. Und da hatte auch ein Kollege auf der Matchroute eine mongolische Rotfeder.
Das ist halt die Frage, ist das jetzt eine Ausnahme gewesen oder so, ne? Ah, das kann jetzt sein, dass der jetzt durchtreibt hier. Ist schon relativ weit weg. Ah doch, er kommt da nochmal. Schön. Ja, vorhin mit dem 4,9 Kilo Lennox, das war schon geil. Auch eine schöne Dolly Waden hatten wir noch und ein paar schöne Masulachs sesshaft. Was kommt da jetzt? Ein kleiner japanischer Saibling. Haben wir jetzt schon 10 Fische in 9 Minuten, alle mit Haken. Wahnsinn. Hier werde ich morgen auf jeden Fall auch meine Happy Hour machen. Ich hoffe, der Spot läuft morgen noch. Bin ich mal gespannt. Ach, dann werde ich dann gucken, dass ich meine Happy Hour denn so, was ich so 3 Uhr oder so nachts starte, damit man da wirklich die beste Beißzeit hat und auch die höchste Frequenz. Wie gesagt, so nach der halben Stunde lässt der Spot so ein bisschen nach. Ja, treibt ja schon wieder so weit. Ah, kommt noch mal was. Also, dass das so gut läuft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ein Kollege hatte jetzt vor 2 Tagen mal davon erzählt, dass das richtig gut bei ihm läuft hier. Aber das ist schon extrem halt, wie gut das läuft. Nordmeer habe ich erstmal Pause gemacht. Bernie hatte ich ja so vor 4 Wochen da so eine richtig krasse Phase, wo ich sehr viel am Bernie geangelt habe. Auch Offstream und auch viel AFK auch geangelt habe. Aber ja, jetzt war ich mal wieder so eine Woche am Nordmeer, aber reicht auch erstmal wieder. Hat man auch irgendwann dann die Schnauze voll. Ne? Läuft auch jetzt nicht mehr so gut am Nordmeer gerade. Also gerade so die seltenen Fische. Ja, schwierig. Bernie läuft, glaube ich, sogar noch auch. Aber ja, nach so einer langen Zeit am Bernie reicht mir das erstmal. Muss hier erstmal irgendwas anderes sehen hier. Und da an der Yama halt mir noch so viele Trophäen fehlen. Ich habe da, glaube ich, erst 3 oder was. Ne? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, 3 Trophys oder so. 3 unterschiedliche und ja, nee. Da müssen wir mal ein bisschen was gemacht werden an der Yama hier. Mal ein bisschen ein paar neue Fische angeln, ne? Und dann kommt ja auch bald, ne, das neue Karpfengewässer mit den Kois. Da gibt es auch wieder neue Fische denn. Ne? Also da bin ich mal gespannt, was wir da so in den ersten Wochen so rausholen. Vielleicht ist ja schon der eine oder andere neue Trophy denn dabei. Wie lange sind wir jetzt hier? 12 Minuten. Dachte, hier hinten hatte auch mal ein guter Fisch da im Stream von gebissen. Der war auch gut in der Bremse. Ja, treibt schon relativ weit jetzt wieder. Ich glaube, den kurbel ich gleich rein. Ja, der erste, der jetzt durchgetrieben ist, ne? Könnte man so vielleicht schon so langsam sich Gedanken machen, ob man noch die zweite Route reinhaut. Ich weiß jetzt auch nicht, Regen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Eigentlich bin ich immer so ein Fan, wenn kein schlechtes Wetter ist. Ne? Habe ich so bei den meisten Gewässern so das Gefühl, dass es halt dann besser läuft. Ne? Aber es ist ja auch immer so ein bisschen
Und jedem zu jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber ich bin halt immer so ein Fan. Wenn die Sonne gut knallt, dann ist immer gut. Na, kommt nochmal Regenbogenstint. Oder was? Nee, was ist das? Nee. Ach, ein Brachmistag, siehst du? Der sieht noch nicht so, der sieht noch nicht so exotisch oder so besonders aus. Aber passt mal auf, wenn der Chatgröße hat, wie der leuchtet. Das ist schon sehr geil. Ja, der ist schon ein bisschen besser hier. Mal, ob da so ein Brachmistax jetzt kommt, vielleicht nochmal. Er kommt erstmal. Oh, japanischen Saibling. Da habe ich vorhin nur ganz wenig gehabt. Der ist, glaube ich, auch Chatgröße jetzt. Ja, der ist Chatgröße. Der ballert auch gut rein. Hier kann man auf jeden Fall sehr gut seine XP boosten. Und wie gesagt, ne, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Doppelköder haben von einem Stream. Haben auch einige Leute ohne Doppelköder geangelt. Und wie gesagt, was ich euch empfehlen kann, ist zum Beispiel hier. Ich hab jetzt zwar ein bisschen. Ich glaube, da gibt es auch noch eine, die ein bisschen länger ist, aber kann ich euch gleich mal zeigen. Sobald hier die Bissfrequenz ein bisschen abgenommen hat, will ich euch das nochmal zeigen. Aber noch ist die Bissfrequenz so hoch. Durch die andere Route nochmal zeigen, halt die günstige Alternative zur, also eine schöne Matchroute halt, die sich halt wirklich lohnt und die auch wirklich sehr, sehr gut ist und womit ihr auch größere Fische rausbekommt. Auch mal schönen Karpfen oder auch mal einen Stör damit. Ist halt die Rebellion Match. Und ich habe da die 390H. Es gibt aber noch, glaube ich, die 450H. Müsste mal am Shop nochmal genauer gucken, was da jetzt die Unterschiede sind. Oh, der ist nicht schlecht. Komm, Brachmistax, komm, leuchtner. Der wird auch schön jetzt. Na, was kommt da? Ne, der sieht ein bisschen dunkler aus. Also Ketalachse habe ich hier gar nicht so viele gehabt. War ich auch ganz froh drüber. Jetzt kommt. Na, was ist das? Masulachs. Ach, siehst du, jetzt kommt wirklich ein Ketalachs. Ach, schade. Gerade von gesprochen. Kommt da wirklich ein Ketalachs? Wild. Oh, der ist ein bisschen. Gucken. Kommt da jetzt? Das ist eine Überraschung, ne? Da kommt. Das ist ein. Ne, Masulachs. Oh, das ist ein schöner Masulachs. Ja, der ist doch schon mal. Sowas wollen wir sehen hier. Sowas wollen wir sehen. Sehr geil. Wie gesagt, haben wir jetzt schon 16 Fische hier im Kescher. Ne, in 17 Minuten. Sehr guter Kescher hier. Wird auch schon wieder einiges an Silber bringen. Ja, es gibt ja noch andere also andere Ködervariationen, ne? Zum Beispiel hier Eintagsfliegenlarve, Steinfliegenlarve, ich nehme den mal mit. Oder halt ja Mistkäfer, Grashüpfer. Es gibt sogar auch Varianten hier mit Fischlaich zum Beispiel. Kann man hier auch mal austesten. Also man kann hier schon mit dem Doppelköder hier schon einiges testen.
um dann vielleicht nochmal so ein bisschen bestimmte Fische vielleicht zu triggern. Fliege, Bremse, Dassel und sowas gibt es ja auch noch alles, ne? Da gibt es schon einige Köder, die hier an der Yama laufen. Weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt die beste Köderkombination ist. Also jetzt mit Grashüpfer, Mistkäfer oder das, was ich jetzt gerade mache hier. Maikäfer, Mistkäfer. Könnt ihr halt mal durchtesten, was bei euch am besten läuft. Welche Variationen oder welche Einzelköder auch, ne? Mal wieder zu klein. Naja, mal gucken. Noch ein bisschen der Abend. Lennox. Wie gesagt, die andere Route, die ich hier noch habe, kann ich euch sonst auch noch mal am Ende des Videos zeigen. Das ist die Rebellion Match, mit der ich jetzt hier noch geangelt habe. Wie gesagt, da gibt es aber, glaube ich, noch eine Variante, die es wäre vielleicht besser hier sogar an dem Spot, die andere Variante. Die ist nämlich länger von der Länge des Blanks. Und mit der kann man wahrscheinlich weiter auswerfen. Das wäre hier vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich mit den 35 Meter, ich schaffe es zwar mit der Rebellion Match, muss dann aber wirklich schon fast den inneren Kreis halt komplett durch. Ne? Also hier sind ja zum Beispiel 50%. Ne? Die hat jetzt hier ein Wurfgewicht von 12 bis 60 Gramm. Ne? 4,40 Meter lang. Und die Rebellion Match, die ich hier habe, die 390H, wie gesagt, die gibt es auch noch ein bisschen länger. Die hat 12 bis 60 Gramm und 3,9 Meter halt nur, ne? Das ist halt, ja. Aber dafür halt auch, oh, ich glaube, die Po ist weg. Ah, ja. Dafür halt auch, was halt gut ist bei der Rebellion Match, die Boni-Werte, ne? Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Oprosopium, die sind ja auch selten, ne? Hier, die Boni-Werte bei der Rebellion Match. Und halt hier plus 5% Posenfischen, was ja für viele auch cool ist, weil dann könnt ihr nämlich die Doppelköder früher nutzen. Ne? Also auch coole Sache für Doppelköder. Plus 2 Matchmontage, plus 2 Handhabung Karpfenhaarmontage und plus 2 Pop-Up-Haarmontage. Und die ist auch vom Preis her wirklich bezahlbar, die Rebellion Match. Ne, ist jetzt keine mega teure Route. Wir gucken uns das nachher, wie gesagt, nochmal im Shop am besten an. Ich würde jetzt hier aber langsam mal einen Cut machen. Und angle jetzt ja, noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, die Nacht werde ich jetzt nicht durchangeln und dann gehen wir nachher mal zum Shop und oder am Fischmarkt. Gucken uns das nochmal an. Aber jetzt nachher so ab 21, 22 Uhr nimmt die Bissfrequenz dann schon rapide ab. Und dann müsste man quasi die ganze Nacht warten, bis es dann so ab 3, 4 Uhr dann wieder weitergeht. Ah, da kommt jetzt eine Dolly Waden, glaube ich, eine schöne. Schön, ja, 2 Kilo. Auch ein sehr hübscher Fisch. Fehlt mir auch noch als Trophy. Die gute Dolly Waden. Ihr seht schon, ne? Frequenz mega. 22 Fische, 22 Minuten. Da kannst du nichts sagen, ne? Da kannst du nichts sagen. Da kommt schon der nächste Biss, glaube ich. Die wackelt schon wieder so komisch. Kommt doch gleich der nächste Biss, oder? Ja, man muss hier wirklich relativ schnell einkurbeln. Wenn die Rute untergeht oder sich querlegt. Auch nochmal ein schöner Einschlag hier. Was kommt da jetzt? Ist gar nicht. Ach da. Was ist das? Nochmal Dolly Waden. Rotlachs hatte ich ja auch schon vereinzelt mal welche gehabt.
Na, 2,5 Stunden bis 2 Stunden haben wir ungefähr noch im Game. Dann geht die Wartezeit los. Deswegen am besten immer wirklich so 3, 4 Uhr starten. Ich wollte eigentlich auch schon viel früher starten jetzt hier mit dem Video, aber kam noch was dazwischen. Aber wir haben die halbe Stunde eh gleich voll, ne? Und das jetzt alles mit einer Route, ne? Also, wie gesagt, die erste halbe Stunde, die haut gut rein. Oh, ne, das war nix. Schade. Manchmal auch, wenn er ganz schnell runterzieht, dann können das auch mal ein größerer Fisch sein. Wenn er so ganz schnell nach unten wegzischt. Hier ist jetzt, jetzt wird es schon wieder schwieriger hier. Wo der kippt. Ah, jetzt, okay. Noch mal eine kleine Kamschatka. Dann gehen wir gleich verkaufen. Haben wir jetzt zwar keine Riesen gefangen, aber dafür schöne, wertvolle Fische mit Haken oder auch Shad-Größe. Hat jetzt auch nicht das beste Wetter hier. Aber wenn wir da mal. Oh, der. Ja. Wenn wir jetzt mal dann sehen in einer halben Stunde, was wir da verdient haben. Das ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Oh, Dolly Waden. Jetzt haben wir nochmal zum Ende nochmal einen schöneren Biss. Ist zwar jetzt keine Bremse, aber ein schönerer auf jeden Fall. Gucken, was da jetzt kommt. Das ist ein. Oh, eine Dolly Waden. Okay. Schön. Wie groß ist die? Nehmen wir, oh, wo ist er? Ja, 2,7 immerhin schon. Klingt auch Silber. Das bringt doch auch Silber. Oh, der ist weg. Ah, kriegen wir noch. Ah, da kommt, ne? Kleiner Lennock. Der ist zu klein. Ah, noch beißt's, ne? Ja, meistens kurbel ich immer mit Shift. Ihr seht ja, das funktioniert da ja auch ganz gut. Wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr Bock habt, auch noch also Rechtsklick drücken quasi. Ah, Dolly Waden haben schon recht viele hier, ne? Dolly Waden sind schon einige dabei. Lennox, Maselax. No. So, jetzt sitzt glaube ich schon weniger. Jetzt kommt gleich 21 Uhr. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal schon mal zum Shop. Schon sagen, die erste halbe Stunde kann man auf jeden Fall locker mit einer Route machen. Das
da hat man schon genug zu tun. Danach wird es dann halt, ne? Dann kann man halt mal überlegen, ob man die zweite mit raushaut. Wie gesagt, die zweite Route hatte ich jetzt folgende Ausstattung, kann ich euch mal zeigen. Sah jetzt halt so aus mit Fluorocarbon, habe ich jetzt 10 Kilo, könnt ihr auch 13 Kilo nehmen. 14 Gramm Wackler-Pose, Venga, Rebellion Match 390H. Wie gesagt, da, wenn ihr noch keine Rebellion Match habt, vielleicht eine Nummer größer kaufen, Nummer länger. S8er, Ultra Serious Hagen, Grashüpfer und Mistkäfer. Ne, und dann hatte ich hier auch, ja, 90 cm, 86 cm hier. Wie gesagt, ihr könnt zwischen 80 cm und 1 Meter Tiefe halt machen, ne? Und dann halt auch auswerfen, ne? Hatte ich euch ja schon erzählt. So, jetzt beißt nichts mehr. Wir machen Relock und gucken mal, was das jetzt am Shop gibt. Bin ich mal gespannt, was wir da jetzt in einer halben Stunde verdient haben. Ne? Ich denke, das war schon echt gut. Wir haben auf jeden Fall viele Fische gefangen. Guck mal gerade, ob ein Kaffee irgendwas ist. Regenbogen. Ah, 6 Stück. Okay, schade. 6 Stück. Gut, wir haben jetzt verdient in einer halben Stunde 310 Silber. Ne? Also wie gesagt, ihr kommt ungefähr so auf 570, rund 600 Silber in der Stunde ungefähr. Ne? Ja, aber nicht schlecht, würde ich sagen. War ganz gute Ausbeute. Masolachs halt wahrscheinlich mit am wertvollsten. Ne? Und wenn wir jetzt noch einen Brachmystax hätten, wäre der auch noch schön wertvoll. Gut, das soll es ja erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfink. Tschüss.